Ich bin schon wieder am Flughafen auf meinem Weg nach Deutschland. Was ich da mache, seht ihr in diesem Video. Im kleinen süßen Dresdener Flughafen und bin gespannt, ob mein Koffer mitgekommen ist. Es geht ganz schnell im Vergleich zum letzten Mal in Frankfurt. Kommt das Gepäck hier schon angerollt, da hinter mir. Ja, ich bin gespannt. Draußen ist es kalt. Es sind so Temperaturen, so Blue Mountain ähnlich, sag ich mal, so um die 10 Grad. Da, ja, habe ich glaube ich erstmal ein paar Handschuhe. So, bevor ich jetzt hier ins dicke Federbett springe mit angerauter Bettwäsche, weil es ist echt kalt, also ich habe kalte Füße. Ja, werde ich jetzt noch hier Sachen zusammenpacken, die ich für morgen, für den ersten Messetag vorbereitet habe. Ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet, was ich eigentlich zu tun habe, außer anwesend sein und Fragen beantworten, habe ich trotzdem hier einiges mitgebracht. Da haben wir hier zum Beispiel Broschüren über ein paar unserer Rundreise. Hier zum Beispiel die 7 Tage aktiv und Natur, damit Sie wissen, worum es geht. Flyer habe ich eine ganze Menge drucken lassen. Die müssen mit, genauso wie der Flyerständer. Genau, muss mit. Die Karte von Jamaika, damit man auch zeigen kann, wo es lang geht. Visitenkarten, ganz, 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 ganz viele Visitenkarten. Auf Deutsch und auch auf Englisch. Genau, genauso wie die Zeig mir Jamaika Visitenkarte, wo ihr alle den Kanal abonnieren könnt. Da könnt ihr auch scannen, da geht es einfach. Muss mit, genauso wie eine große Jamaika-Flagge und eine kleine Jamaika-Flagge. Genau, das ist mein Repertoire für morgen. Hallo und willkommen zu Zeig mir Jamaika. Mein Name ist Ricarda und ich stehe hier vor dem Clubbetrotter mitten im Herzen von Dresden und habe die große Ehre, Jamaika heute und morgen auf den Diamir-Clubbetrotter-Tagen zu vertreten. Ich bin sehr stolz und dankbar, dass ich dafür ausgewählt wurde und es zeigt mir jetzt, dass sich die ganze harte Arbeit der letzten Jahre auszahlt. Ehrlich wert am längsten. Wir sind quasi das einzige JTB-lizenzierte Tourunternehmen auf Jamaika, welches private, deutschsprachige, individuelle Touren anbietet. Und das soll was heißen, denn der Weg war lang und steinig. Wie oft habe ich mich gefragt, warum ich mir das eigentlich antue und nicht wie all die anderen einfach illegal mit privatem Fahrzeug ohne Lizenzen fahre. Mehr Geld, weniger Stress. Aber wir sind auf dem legalen Weg geblieben und das wird jetzt belohnt und anerkannt. Also vielen Dank ans JTB für diese Ehre und Chance. Ich werde mein Bestes geben, denn Jamaika ist ein wunderschönes Reiseland, was innerhalb der Karibik und weltweit einfach ganz weit vorn mitspielt. Ende August hat Jamaika bei den 29. World Travel Awards so richtig abgesahnt. Wir haben uns schneller als andere Länder von der Pandemie erholt. Insgesamt 26 Auszeichnungen hagelte es, unter anderem die führende Destination in der Karibik 2022. Und das zum 16. Mal in Folge. Führende Kreuzfahrtdestination in der Karibik 2022. Das führende Fremdenverkehrsamt, also das Tourist Board, in der Karibik 2022 zum 14. Mal in Folge. Und die führende Naturdestination in der Karibik 2022.
Unsere Kreuzfahrthäfen haben hervorragend abgeschnitten. Mit Falmouth als der führende Hafen in der Karibik, Montego Bay als führender Heimathafen und Port Royal als führendes Entwicklungsprojekt im Tourismus. Wir müssen uns also nicht verstecken und ich gehe jetzt da rein und zeige das. Der Veranstalter ist Diamir Erlebnisreisen. Die bieten deutschsprachige Natur- und Kulturreisen in kleinen Gruppen oder als Privattour individuell an. Und die Gründer waren keine Geschäftsleute, die Tourismus oder Wirtschaft studiert haben. Nein, es waren Leute wie du und ich, reisebegeistert, kulturinteressiert und wollten die Welt entdecken und haben ihr Hobby zum Beruf gemacht, genauso wie ich. Und deswegen passen Diamir und Ari Holiday Tours auch perfekt zusammen. Do it for the love and do it for the likes. Wer selbst gern reist und entdeckt, kann sich auch am besten in Reisende und Entdecker hineinversetzen. Und sie haben den besten Partner an ihrer Seite. Wer es nicht kennt, Globetrotter hat neben Bekleidung auch Zelte, Rucksäcke, Schlafsäcke, Outdoor-Möbel, Fahrräder, Wasser- und Wintersportausrüstung und vieles mehr. Hier auf diesem Reisefestival, den Globetrotter-Tagen, findet ihr Inspiration für eure nächste Reise. Mit der passenden Ausrüstung von Globetrotter. Es gibt Vorträge von über 60 Ländern. Im Reisecafé gibt's kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt. Es sind Ausrüster da, Fluggesellschaften, Fremdenverkehrsämter, wie ich vom JTB für Jamaika. Und der ganze Spaß, ihr Lieben, ist kostenlos. Wir wollen uns in Zukunft auch eher off the beaten track bewegen, weil wir uns damit selbst mehr identifizieren können. Die bekannten Touristenpfade sind nun dermaßen ausgetreten teilweise, dass wir uns selbst neuen Zielen widmen wollen, weil man müde wird und sich nicht weiterentwickelt, wenn man den Pfad mit- und austrampelt. Was nicht heißt, dass wir es nicht mehr anbieten. Wünsche werden erfüllt, aber Alternativen sind vorhanden. So, ich bin jetzt hier an meinem Stand angekommen. Muss mich erstmal aufwärmen. Es ist arschkalt draußen. Und ich sage arschkalt. Also mein Kiefer, mal wieder aufwärmen. Ja, also auf dem Blue Mountain Peak war es nicht so geil. Ja, ich habe meine Snowboardjacke an. Darunter zwei Pullover, zwei Paar Socken, Strumpfhosen. Und deswegen geht's. Es geht. Ich mal so Ruheplätze, wo man führt. Und ja, jetzt war 12-tägigen Tourstart hier. Auch in hier ist gerade ein Vortrag, ich glaube über Nepal oder Lappland ist jetzt glaube ich dran. Genau, also zur vollen Stunde auf drei Etagen gibt es Vorträge. Dann könnt ihr hier Talismänner basteln bei dieser netten jungen Dame hier. Dann haben wir hier die Werkstatt, wo ihr also eure Klamotten, Schuhe, eure Ausrüstung reparieren lassen könnt, imprägnieren, waschen. Das gibt es ja also auch. Dann haben wir als nächstes die Türkei. Da könnt ihr nämlich das typische türkische Papier, die Ebru-Malerei, selbst probieren, was dann hier in so einer Wanne eingelegt wird. Das ist eine ganz interessante Sache. Das nennt man auch Marmorpapier. Dann musst du jetzt so deine Hand so hinhalten und die andere, willst du rechts hinten oder links hinten? Rechts hinten. Dann machst du einfach so und dann top, 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 kommt drauf. Ja. Können wir noch eine andere Farbe? Allen Farben hier, eure Lieblingsfarben in die Wanne rein, dann das Papier, dann zum Trocknen. Das kannst du jetzt so abziehen. Das kannst du jetzt mal oder daraus können wir gleich, wenn es trocken ist. Was haben wir hier noch? Das sind die Cook Islands. Wart ihr schon mal auf den Cook Islands? Auch sehr, sehr interessant. Das schaffe ich hier eher selbst. Cook Islands. Dann gehen wir jetzt hier nach
Saudi-Arabien, auch ein sehr interessantes Land. Saudi-Arabien. Die passende Kleidung dazu gibt es hier auch, genauso wie die passenden Unterkünfte für die Wüste. Jetzt kommen wir nämlich hier nach Afrika. 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 Ich würde so gern mal nach Afrika eine Safari machen. Hier, oh, genau, da sind wir in Sansibar. Oh, guck. Da würde ich gern mal nach Afrika. Aber irgendwann wird das schon mal passieren, hoffentlich. Genau, hier hinten sind wir dann auch schon in Asien. Ihr habt da Moskitonetze, Moskitoschutz, auch sehr wichtig für viele Länder. Genau, Äthiopien. Und jetzt kommen wir nach Asien, Nepal, dass da gerade der Vortrag läuft. Auch sehr, sehr interessant. Japan. Der Japan-Vortrag vorhin war mega voll. Also das war echt krass. Da mussten sich echt Stühle noch dazustellen. Der Vortrag über Japan. Der war echt interessant. Guck mal, wie riesig dieser Klobetrotter ist. Also auf 3 Etagen habt ihr hier Ausrüstung, Kleidung. Da unten ist der Pool, da kann man auch hier Kajak fahren. Dann habt ihr hier verschiedene Insekten, Sprays, andere Ungeziefer, Vernichtungsmittel. Dann auch sehr interessant und gut zu wissen ist, dass es hier eine Reisepraxis gibt. Im 3. Obergeschoss findet ihr Ärzte. Hier könnt ihr euch ohne Voranmeldung beraten lassen und auch impfen lassen. Es ist eine WHO-zertifizierte Gelbfieber-Impfstelle. Ihr müsst allerdings auf jeden Fall euren Impfpass mitbringen. Schauen wir mal rein. Da sitzen die Damen. Dann geht es hier weiter. Da ist noch ein Vortragsraum. Gucken, was da läuft. Ich glaube, Sri Lanka. Hier noch ein Zelt. Dann kommen wir hier nach Europa und Nordamerika und Richtung Antarktis. Also falls ihr das vorhabt, das bietet Diamir genauso an. Hier haben wir Dachzelte, auch sehr cool, wenn ihr mit eurem eigenen Auto unterwegs seid und mehr Platz wollt, euch ausstrecken wollt, gibt es ja Dachzelte. Dahin ist das Restaurant, der Sitzbereich vom Catering-Service. Hier gibt es also auch ganz leckere Sachen aus aller Welt. Gucken wir uns die mal an. Kuchen. Dresdner Eierschecke oder so. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier alles? Getränke. Mhm.
Süßkartoffel-Erdnusstopf. Mhm. Interessante Mischung. Was haben wir noch? Oh, hier Salate. Mhm. Oliven, Couscous. Also, es gibt nichts, was es nicht gibt bei Diamir, euer Lieblingsreiseland. Schaut da einfach mal rein. Ja, hier, das ist Patagonien. Patagonien, mein Nachbar. Peru. Gehen wir nochmal hier an Jamaika vorbei nach Süd- und Mittelamerika. Das ist auch voll meins. Also irgendwann werde ich auch Südamerika bereisen. Chile, Peru. Das ist auch so voll meins, ey. Lass uns mal hier reingucken. Das ist ein Fahrradcamper, also ein Campingwagen fürs Fahrrad. Coole Sache. Kann man irgendwo stehen bleiben, wenn man müde wird. Sich kurz hier reinlegen. Eigentlich ganz nett. Genau, ja. Sind also die Kollegen für Costa Rica, Chile, Peru, Argentinien, Belize. Belize wurde ja jetzt auch beim Hurricane ein bisschen mit verwüstet. Aber ich glaube, sie erholen sich ganz okay. Ja, so die Kollegen aus Mittel- und Südamerika. Ja. Und du? Hm? Wo kommst du her, mein Kleiner? Hier im Erdgeschoss vom Globetrotter gibt es also Bücher, Reiseführer, Kalender und aber auch Outdoor-Kochzubehör. Hier also Gaskocher, dann gibt es hier Töpfe und Pfannen, Gaskartuschen, Besteck, Teller, Tassen, alles für den Outdoor-Bereich. Es gibt hier einen Klettertunnel und natürlich muss ich den probieren, ich kleine Klettermaus. Bin ich auf alle Fälle warm geworden. Krass. Ja, also die haben hier eine Kletterwand, Klettertunnel. Kannst du Schuhe ausprobieren. Die haben hier so eine Regenkammer, hatten sie, glaube ich, mal, wo du dann diese Sachen hier, deine Sachen testen kannst, Regensachen. Die hatten auch mal eine Kältekammer. Genau, also echt. Globetrotter ist echt ein krasses Geschäft. Ich komme mir vor wie The Cool Runnings im Kreiskanal. Jetzt zeige ich euch noch unseren Crew-Bereich, den Catering-Bereich hier für die Aussteller. Wir haben auch ein ganz, ganz, ganz tolles Buffet. Alles voll Öko hier mit Holzlöffel und Bambusschalen. Also alles ganz gesund hier. Kaffee darf natürlich nicht fehlen. Da ist der Kaffee. Mhm. Genau. Tee, Süßigkeiten, alles da. Draußen regnet es, das ist wahrscheinlich der Grund, warum heute noch nicht so viele Leute da sind. Aber wir hoffen auf jeden Fall morgen auf ein bisschen mehr Publikum. Ich bin jetzt hier auf dem Klo.
Guckt euch das an. Es gibt ja kostenlose Tampons. Kostenlos. In Jamaika gibt's gar keine. So, der erste Messetag ist vorbei. Ich nehme euch mit auf eine kleine Stadtführung. Dresden bei Nacht und bei Nieselregen. Ihr kennt es schon aus einem der letzten Videos. Da habe ich es am Tag gefilmt. Jetzt nachts ist es ein bisschen dunkel, denn Deutschland spart Energie. Das heißt, viele Lichter sind jetzt hier aus, leider. Guckt da, die Frauenkirche. Zwar innen beleuchtet, aber außen leider nicht. Da gibt es schon einen Weihnachtsmarkt. Oh, die Weihnachtspyramide wird gerade aufgebaut. Guckt mal hier, ist das nicht wunderschön? Erzgebirgische Holzkunst. Wunderschön, da fühle ich mich gleich hier wie zu Hause. Dreht sich sogar die Pyramide. Voll süß. Also ich habe mich mega gefreut gerade, weil ich Besuch hatte von ehemaligen Gästen und Freunden, die sich zwar angekündigt hatten, aber ich wusste nicht, wann sie kommen und auf einmal standen sie da. Also vielen, vielen Dank an euch Lieben noch einmal für den herzlichen Besuch und auch für das tolle Geschenk, was jetzt einen Ehrenplatz hier bekommen wird. Und es ist ein Weihnachtsmann von Björn Köhler, also moderne erzgebirgische Holzkunst. So, ich stehe jetzt in einem ganz leeren Dresdner Flughafen. Meine 6 Tage in Deutschland sind schon wieder vorbei. Ich hatte eine sehr schöne Zeit. Es war kurz, aber intensiv. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem gern einen Daumen nach oben, falls noch immer nicht getan. Drückt auch gern da unten kostenlos auf den roten Abonnieren-Knopf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, eure Ricarda.